Oh, da habe ich was gehört. Irgendwann, kann natürlich auch Magen gewesen sein oder ein von den Kleinen. Oh, ein Fuchs. Schnell, versteckt euch. Ich kann sogar einen Fuchs angreifen? Da, 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 da. Du bekommst nicht meine Jungtiere. Glück gehabt. Vorerst. Ich hab's noch nicht so drauf mit dem Verstecken. Wen das mal die interessiert das mal absolut nicht, dass hier oben ein ganzer Dachs von mir rumläuft. Wurde gerade noch gejagt, so, ach nee, so, nee, dann geh ich aber mal weiter. Die kriege ich aber noch. Ich will wissen, ob ich einen Fuchs essen kann. Mist, da muss ich links. Aus dem Weg, Kinders. Da hinten ist er. Aber Ausdauer. Fünf, alle da. Krieg noch. Ist er nach oben oder nach unten? Ich glaube, er ist nach oben weggelaufen. Eine anstrengende Jagd. Kines. Heute gibt es leider keinen Fuchs zum Abendessen. Mushroom. Oh. Heilige Scheiße. Kinders. Oh, bleibt hier. Fliegt hier irgendwo? Nett dargestellt. Ah, da unterbreche ich mal kurz die Aufnahme. So, tut mir leid, dass ich kurz die Aufnahme unterbrechen musste in so einer spannenden Stelle. Aber wenn man Bereitschaftsdienst hat, dann muss man auch mal ans Telefon gehen. So, ich glaube, wir müssen hier in den Baumstumpf rein. Wo ist denn dieser blöde Vogel? Da läuft nicht der. Okay, ich glaube, ich versuch's einfach mal. Komm schon, Kinder! Kinder! Oh. Ui! Das war knapp. Jäger und Gejagte. Okay, wenn er da hinten ist, wenn ich dem... Ne, wenn er hier vorbeigeflogen ist, dann...
Jetzt. Genau, genau. Ich kenne. Macht keinen Mucks. Der böse Adler kann euch hören. Soll ich ihn überhaupt hin? Ja, rauszoomen, das ist auch nicht schlecht. Ich hoffe, meine Kinder sind alle da. Du hast doch gerade eine Maus gefangen. Was willst du von uns? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Das war knapp. Ja, ich würde ihn gerne mal sehen. Das wäre jetzt natürlich eine schwierige Stelle. Okay, ich warte jetzt noch einmal eine Runde ab von ihm und dann... Nein, 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 nein. Oh. Mystery. Ah, ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. Zelda. Durchziehen muss ich gleich. Soundstimmung verändert sich. Wahrscheinlich ist das Event, sag ich mal, durch. So, Kinder, seid ihr alle da? 1, 2, 3, 4, 5. Alle da. Und jetzt fällt der Baum schon. Oh. Oh Gott, warum muss ich das sagen? Wie jetzt? Haben wir am Leben? Ich glaube schon. Ah, da ist was zu futtern. Ach stimmt, der sieht so grau aus. Mal sehen, ob sich das ändert. Hey. Ach, verdammt. Irgendwie er hier, der sieht so grau aus. Nicht, dass er irgendwie verhungert. Ich höre Wölfe. Oder sowas. Ganz ruhig. Ach, das ist ein Frosch. Frosch, 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 Frosch. Wo ist er? Wo ist er hin? Was war das?
Ich hätte doch 5 gehabt. Oder? Doch, ich hatte 5 gehabt. Dir will ich das geben. Du spuck schon aus. Mir fehlt ein Kind. Ich hatte 5, da bin ich mir sicher. Gott, ich sollte niemals Vater werden. Hatte ich 1 oder 2 Kinder gehabt? Ich weiß es gar nicht mehr. Nun spuckt das aus, das Teil. Ja, orientieren wir uns mal an den Sternen. Da lief was. Hab's genau gesehen. Ah, ein Frosch. Ja, klasse. Was? Wo sind... Was war das? Komm, bleib nah bei mir. Ich hatte 4. Ich weiß, ich hatte 5 Kinder. Okay, ich darf absolut nicht meine Kinder verlassen. Kann man sie nicht hier irgendwo einbuddeln? Einfach für die Nacht und am Tag weiter arbeiten, würde ich sagen. Verdammt, da habe ich schon 2 Kinder verloren jetzt. Hm. Ah, okay. Damit ist die Entscheidung einfach. Verdammt. Ah, Hans ist noch dabei. Aber ich habe nochmal 5 verloren. Fehlt doch einer. Oh. Hey. Hey. Ich hab was zu fressen im Maul. Gib, ich will dir das geben. Ich hab die Vermutung, dass das Spiel irgendwo einen Bug hat. Das, weil ich glaube, diese, das, was ich hier im Maul habe, das habe ich schon mal eingesammelt. Gut, naja. Ich unterbreche nochmal die Aufnahme und ich will schauen, dass ich das irgendwie hinbekomme. Bis gleich. So, und hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, das war wirklich irgendwie ein Bug, dass ich die halt nicht mehr aus dem Maul bekommen habe. Aber wie ihr seht, sind alle wieder da. Ich habe das Level aber neu angefangen und habe dann, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo ich hingelaufen bin. Ich glaube, ich laufe jetzt einen anderen Weg und habe jetzt, ich wollte eigentlich wieder dahin zurücklaufen, wo ich beim letzten Mal ausgeloggt habe. Aber das weiß ich nicht, wo das ist. Ach gut, der hat...
Und es ist so, je grauer sie werden, desto schwächer sind sie, sag ich mal. So, du noch ein, du. Ach, verdammt, der war noch grün, wollte ich gerade sagen, braun. 1, 2, 3, 4. Fehlt da einer. Da bist du. Und bei dieser Nachtsequenz ist mir vorhin aufgefallen, die Kiddies, ich weiß gar nicht, wie man die Dachsjungtiere nennt, zumindest die dürfen nicht aus meinem Lichtkegel raus, sonst werden die sofort von irgendwas gefressen. Was haben wir denn hier? Und eine Erdbeere. Komm, du kriegst eine Erdbeere. Oder? Radieschen? Sagen wir mal Erdbeeren. Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan, wo ich hinlaufe. Aber in der Natur ist ja der Weg das Ziel. Oder gesagt, das Überleben. Komm schon. Nein, du sollst das haben. Noch. Fünf. Immer mal wieder gucken, ob da alle da sind. Du sollst was haben. Ja. So sehen doch alle wieder gesund aus. Ich glaube aber, das war eine Sackgasse, das war nur ein bisschen Futter sammeln. Ja. So, wir sind gerade von oben gekommen, also gehen wir runter. Oh. Kiddies. 1, 2, 3, 4, 5, alle da, Gott sei Dank.